Ich bin der Überzeugung, dass wir unser Leben so gestalten können, dass wir in jedem Augenblick einen Sinn erkennen und fühlen. Ich glaube, dass man sich mit Malen zu einer vollkommen ganzheitlichen Person entwickeln kann, da Malen etwas Heilendes und Befreiendes ist. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Mensch mit seiner Seele malen kann. Diese Bilder, die entstehen, wenn du mit der Seele malst, haben etwas wie einen Zauber in und um sich herum. Sie sind schön in all ihren Aspekten. Ich bin Autodidaktin. Mein Herz hat schon immer fürs Malen, fürs Kreative geschlagen. Aber bevor ich meine Bestimmung fand, machte ich eine Banklehre, studierte BWL, zog dann mit einem VW-Bus durch die Lande, war bei einem italienischen Wanderzirkus, lebte eine Zeit lang in einem Bauwagendorf an der Ostsee und hatte einen Kontrakt mit der deutschen Börse. Ein buntes, verrücktes Leben voller Hochs, Tiefs, rastlos und unstetig. Aber dann fand ich meine Bestimmung, die meinem Leben Schönheit, Gelassenheit und inneren Frieden schenkte. Sie ist unauflöslich mit Soul Painting verbunden. Ich fing an zu malen, zu malen, zu malen. Und nach meiner Berufung passierten lauter kleine Wunder. Ausstellungen ergaben sich in Indien, dann hier in Deutschland. Eine Zeitschrift druckte den unglaublichen Erfolg meiner ersten Ausstellung in Goa. Ich wurde zu Deva Premal Backstage eingeladen. Andreas Gregori lud mich nach Berlin ein, um auf dem Glückfindertag neben Laszlo Kish, dem ehemaligen Schweizer Tatortkommissar, meine Geschichte zu erzählen. Ein Instagram- und Facebook-Account wurde eröffnet und die Zahl derer, die mich mögen, steigt stetig. Ich würde mich so sehr freuen, wenn ich dich persönlich kennenlernen dürfte, hier in meinem Atelier. Vielen Dank, dass du hier bist und dir Zeit nimmst auf dieser Homepage. Alles Liebe, deine Clara.